He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Grayskull. Dies ist Cringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Grayskull! Ich habe die Kraft! Wurde zur mächtigen Battle Cat. Und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Grayskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Viel Spaß. Pass auf, Orko! Also gut, wenn du so spielen willst. Oh. Jetzt haben wir es geschafft. Lass uns verschwinden, bevor sie uns erwischen. Das ist Man-at-Arms Werkstatt. Wir sollten es ihm lieber sagen. Oh nein. Man-at-Arms ist der Freund meines Vaters. Wenn er sich über mich ärgert, bin ich in großen Schwierigkeiten. Warum? Es gibt nichts, wovor du Angst haben musst. Komm schon, überlass mir das Reden. Ich komme nicht. Und erzählest du ihm auch nicht. Pody? Naja, ich werde die Sache wohl allein erledigen müssen. Das ist mein Ball. Das ist von meinem Elektronenanalysator noch übrig. Sieht nicht allzu gut aus. Das heißt wohl, dass ich in Schwierigkeiten stecke. Bei Jupiter, was ist denn hier passiert? Orko hat aus Versehen eine meiner Erfindungen kaputt gemacht. Du und Pody, ihr habt es mit eurem Spiel wohl etwas übertrieben, ne? Sag mal, war Pody auch dabei? Ich nehme die ganze Schuld auf mich. Nein, ich finde, du solltest Pody sagen, dass sie auch hierher kommen sollte. Dann glaubt sie, dass ich sie verpetzt habe. Orko, du weißt, dass ihr Vater der Häuptling des Phantas-Stammes ist. Ich bin sicher, er erwartet von seiner Tochter, dass sie für ihre Mitschuld einsteht. Und wenn ihr beide schuld seid, solltet ihr die Verantwortung dafür teilen. Sie ist wahrscheinlich in unserem Versteck beim Kletterpflanzendschungel. Ich suche sie. Mir ist es immer schwer gefallen zuzugeben, wenn ich was falsch gemacht habe, weil ich dann dafür bestraft wurde. Und wenn du es zugegeben hast, war die Strafe nie so schlimm, wie du sie dir ausgemalt hattest, nicht wahr? Nein, wirklich nicht. Gott sei Dank ist es nicht weit bis zur Höhle. Bin ich in Sicherheit. Es ist noch nie so dunkel gewesen. Hey, was? Ich wusste, du würdest früher oder später herkommen. Rico! Die Luft ist rein. Wenigstens glaube ich das. Komm schon, Pody. Wo bist du? Pody? Bist du da drin? Pody? Hilfe! Hilfe! Hilfe!
was Pony dir von Rego, dem alten Freund ihres Vaters, erzählt hat. Du bist also der böse Rego. Du hast von mir gehört? Was willst du von uns? Wir haben auf Pony gewartet. Sie weiß es noch nicht, aber sie wird dabei behilflich sein, ihren Vater zu stürzen. Und mir dazu zu verhelfen, der neue Häuptling zu werden. Das hier ist Sigon. Wir werden ihn anbeten. Sobald wir die Moorfeuersteine für seine Augen haben, werden wir bereit sein. Die Moorfeuersteine? Das sind die Augen unserer Stammesstatue. Richtig. Aber wir brauchen sie. Und mit ihrer großen Macht wird Sigon unschlagbar sein. Setzt die Moorfeuersteine Sigon ein. Erfangt ihn. Keine Angst, Brody. Ich hole Hilfe. Zumindest habe ich's versucht. Orko und Po, die hätten vor Stunden zurück sein sollen. Sir, diese Nachricht ist gerade von Häuptling Merlo gekommen. Was ist los? Er möchte, dass wir Podi hier behalten. Rego versteckt sich im Kletterpflanzendschungel und Podi könnte in Gefahr sein. Im Kletterpflanzendschungel? Orko ist dahin gegangen, um Podi zu suchen. Sagt Tila, dass sie mich am Klorok treffen soll. Gehen wir, Adam. Bei der Macht von Grayskull! So schnell es ging gekommen, Vater. Ich hoffe... Oh, He-Man, bin ich froh, dich zu sehen. Hallo, Tila. Wir machen uns besser auf den Weg. Und seid vorsichtig. Der Kletterpflanzendschungel ist eines der gefährlichsten Gebiete Eternias. Ich sollte mehr auf den Weg achten. Orkos Versteck ist gleich da vorne. Sieht ganz so aus, als kämen wir zu spät. Seht mal! Was ist das? Das ist der Ball, mit dem Orko gespielt hat. Er muss hier gewesen sein. Und er war nicht allein. Jemand oder etwas hat diese Höhle zerstört. Was es auch war, es hatte große Kraft. Es ist besser, wenn wir es Podis Vater sagen. Sigons Macht im Weg. Und bald wird auch meiner Macht nichts mehr im Wege stehen. Als deine Nachricht uns erreichte, Häuptling Merlo, war Podi schon weggelaufen. Wenn sie nur für ihre Schuld eingestanden hätte, wäre das hier vielleicht nie passiert. Riesiges Metalltier ist gesehen worden. Es rast auf den heiligen Tempel zu und zermalmt alles, was ihm im Wege steht. Rego, er hat es auf die Moorfeuersteine abgesehen. Die Moorfeuersteine? Aber es gibt keinen Mann und keine Frau, die sie entfernen könnten. Das stimmt, Tila. Aber ein Kind kann das. Ein besonderes Kind. Das Kind des Häuptlings der Phantas. Pony! Ja, und Rego wird vor nichts zurückschrecken, um diese Steine zu bekommen. Kommt, wir müssen uns beeilen. Es wird ewig dauern, bis wir hier durch sind.
Dieser Stab erhält seine Macht von den Moorfeuersteinen. Ihre Macht darf niemals in Regos Besitz fallen. Die Brücke ist so schmal. Überspringen Sie! Zerstör die Brücke, dann kann uns niemand mehr folgen. Rego muss seine Überlegenheit mir gegenüber genießen. Was hat er gegen dich? Er hatte die Aufsicht über die Wasserversorgung, aber er war sich zu gut für diese Arbeit. Deswegen hasst er dich? Es ist nicht ganz so einfach. Wir haben uns gestritten und er lief davon. Später wurde er zum Dieb. Er wurde gefasst und in die Gefängnisminen geschickt. Und er gibt dir die Schuld? Ja, er schwor sich an mir zu rächen, indem er die Moorfeuersteine stillen würde. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde, meine Tochter zu entführen. Wie können wir Rego jetzt aufhalten? Das hier war der einzige Weg zu den Moorfeuersteinen. Man at Arms, gib mir dein Seil, damit ich es über die Schlucht spannen kann. Das wird halten. Ist alles in Ordnung? Ja, aber wie kommen wir hier raus? Steig auf meinen Rücken und halte dich fest. Wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Los! He-Man ist also hinter uns her. Nicht einmal er wird uns aufhalten können, wenn wir erst die Moorfeuersteine haben. Ihre Zauberkraft wird ihm die Niederlage und mir den Sieg über ganz Eternia bringen. Bloßgestellt. Nur weil ich so einen unsinnigen Job nicht beendet hatte. Er war nicht unsinnig. Du solltest unseren Wasservorrat frei von Kletterpflanzen halten. Das war eine Mädchenarbeit. Außerdem hatte ich wichtigere Dinge zu tun. Aber du hattest den Auftrag und hast dich nicht darum gekümmert. Es war deine Verantwortung und du bist einfach weggelaufen. Schon bald werde ich Häuptling sein und dann werden wir ja sehen, wer hier für was verantwortlich ist. Ja. Da ist er! Der heilige Tempel der Phantes. Und die Moorfeuersteine sind da drinnen. Wenn sie erst einmal mir gehören, bin ich niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Sich vor meinem Vater verantworten müssen. Du irrst! Von jetzt an muss er sich mir gegenüber verantworten. Santar, lass Sigon runter. Gib sie mir. Ich werde es nicht tun. Du wirst genau das tun, was ich sage. Bring Sigon hoch. Nimm sie. Jetzt. Niemand wird sich jeder drinnen finden. Ah.
ich dich! Wieso kann ich eigentlich nie was finden, wenn ich's brauche? Und jetzt werde ich mir nehmen, was mein sein sollte. Den Titel Häuptling und Macht über Merlo. Ich danke dir, Pony. Du solltest stolz sein. Du hast mir dabei geholfen, deinen Vater zu stürzen. Und nun bin ich an der Macht. Bis Seaman Pony und den kleinen Fremdling befreit hat, habe ich die Macht erlangt. Weiter, Seagon! Gregor wird für seinen Schandtat büßen. Hilfe, hilf mir bitte! Hilfe! Das sind Orko und Pony. Ich hol sie da raus. Die Macht ist weg. Gregor muss die Mordfeuersteine schon haben. Na, ihr zwei habt ja einen aufregenden Tag gehabt. He-Man, bin ich froh, dich zu sehen. Schnell, sie haben die Steine und sind auf dem Weg zum Dorf. Du musst sie aufhalten. Eternia kann uns jetzt noch aufhalten, nicht einmal He-Man! Oh, He-Man! Endstation, Jungs! Noch nicht, He-Man! Diesen Stahl schicke ich dir gleich zurück! Stell ihn auf volle Kraft! Er ist voll aufgedreht! Er zerstört Seagon! Tu etwas! Sieht ganz so aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich kriege ihn schon. Enttäuschen zu müssen, Rego. Ich hab's dir ja gleich gesagt, He-Man. Ich kenne diesen Dschungel wie meine Westentasche. Dann kennst du dich ja auch mit Kletterpflanzen aus. Wahrscheinlich sind dir die entfallen, Rego. Und das ist auch noch deine eigene Schuld. Gregor und Kumpanen werden auf lange Zeit in den Gefängnismen Schwerstarbeit leisten müssen.
Und ich glaube, Pody hat inzwischen gelernt, wie wichtig es ist, die Verantwortung selbst zu übernehmen. Wo ist Pody überhaupt? Ja. Es war meine Schuld. Nein, meine Schuld, dass die Urne kaputt ist. Also gut, es war deine Schuld. Wie meinst du das? Es war meine Schuld. Es war deine Schuld. Es war unsere Schuld. In der heutigen Geschichte ist meine Freundin Pody in große Schwierigkeiten geraten. Sie hat einen Fehler gemacht und dann ist sie weggelaufen, was alles nur noch viel schlimmer machte. Jeder macht mal einen Fehler. Aber weglaufen ist keine Lösung. Also wenn ihr einen Fehler macht, dann steht dazu. Das ist die beste Art, um alles wieder ins rechte Lot zu bringen. Bis später. Wiedersehen.